Also heute Morgen habe ich mir nochmal den Faust angesehen, weil ich irgendwie, ja, ich war damit konfrontiert, weil es einen Film gab 2011, der so viel Preis bekommen hat und der vielleicht, ja, eben als Film auch mal etwas Besonderes ist. Und dann wegen dem Faust-Festival in München. Und ich selber habe natürlich auch immer wieder mit dem Faust zu tun gehabt, ich als Theaterfrau. So ein bisschen, so kleine Theaterfrau. Also, hier sieht man auch wieder ganz schön die Blüten. Der Faust wird dargestellt, als er die Begegnung mit dem Teufel hat, als einer, der sozusagen sich der Natur abgewandt hat. Und weil er sich gegen die Natur gewandt hat, die Natur ist hier zum Beispiel besonders toll. Ah, und hier ist eine Hühnerfarm. So eine Hühnerfarm, wie ich sie viel gut finde. Mit freilaufenden Hühnern. Wow. Ja, Vögel mag ich sehr. Und das sind nicht nur Hühner, noch viele andere. Und ein schöner Hahn stolziert da. Also ich muss ein bisschen innehalten in meiner Philosophiererei, weil das hier jetzt gerade so schön ist. Schaut doch mal diese Gans da an. Ja, das könnte ich mir noch vorstellen, eine Vogelfarm aufzumachen. Und Wachteln wollte ich ja schon immer haben, wie den Zwilling meiner Tante. Und eine schöne Hähne sowieso. Das ist das Haus dazu. Also mal gucken, wie es mir gelingt, ein Haus hier zu finanzieren, ein Haus des Glücks. Und hier ist ein Park mit einer tollen Schaukel. Also, nächster Abschnitt folgt gleich.